Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank Tools of Destruction. Im letzten Part haben wir ja herausgefunden, was das Geheimnis der Lombax ist, sage ich jetzt mal. Und zwar ein Hut. Finde ich zwar nicht so cool wie die elektrische Unterwäsche, die Ratchet erfunden hat. Aber auch ganz cool, sage ich jetzt mal. Ja, und ich würde mal sagen, wir machen uns mal, wir betreten jetzt mal unser Schiff und machen uns auf den Weg nach Kalas. Karados? Sargasso war es, Sargasso. Nach Sargasso, da können wir Gassi gehen. Sargasso ist für seine gefährliche und unbewohnbare Sumpflandschaft berühmt. Es wimmelt dort von riesigen Kreaturen, die nur darauf warten, einen unvorsichtigen Forscher zu verschlingen. Da gefällt es mir jetzt schon. Das einzige technologisierte Volk, das diesen Planeten besucht, sind die Kerhu, die ständig auf der Suche nach neuen erobernden Gebieten sind. Kerhu waren doch die, die meinen Panzer gemacht haben, oder? Meine Rüstung. Die Kerhu haben auf Sargasso Gelatonium. Oh nein, nicht die schon wieder. Bohrtürme errichtet. Denn dies ist der einzige Planet mit Gelatonium-Vorkommen. Der nicht unter imperiale Herrschaft liegt. Nein, nicht schon wieder dieses Gelatonium da. Ich will mir lieber die Seele aus dem Leib prügeln. Aber ich glaube, darauf darf ich mich sowieso gefasst machen. Außenposten L51. Ui, hier gefällt's mir. Hast du schon wieder eine neue Rüstung? Wollte schon sagen. So. Gucken wir mal kurz, ob es hier irgendwas... Nein, gibt's nichts, okay. Hätte das sein können. So. Waffentechnisch bin ich voll. Du hast doch keine neue Waffe. Alles klar. Ich hätte doch kein... Hätte doch, glaube ich, nicht die nötigen Bolts, um was zu kaufen. Oh, hallo, mein Freund. Diese Startplattformen haben keinen Saft mehr, wenn du verstehst, was ich meine. Dieser Dekodierer kann sie zum Laufen bringen. Ich gebe ihn nie aus der Hand, außer... Lass mich raten. Wir besorgen mehr Leviathan-Seelen. Oh, er ist ein ganz schlauer. Oh. Hab ich schon mal gesagt, dass ich diesen Typen nicht mag? Der geht mir sowas von auf den Piss. Okay, wir brauchen ein paar Leviathan-Seelen. Wie zum Geier kommt der eigentlich überall hin, wo ich bin? Woher weiß der überhaupt, wo ich überall hingehe? Der ist immer da, wo ich bin. Der stalkt mich. Der hat mir hundertprozentig beim letzten Beischlaf irgendwie einen Chip eingepflanzt. Mehr Seelen. Erinnere mich daran, diesen Papagei das nächste Mal zu erwürgen. Gute Idee, ich erinnere dich dran. Da erinnere... Hey! Oh, geh weg! What the fuck is the fucking fuck fuck of the fuck? What the fucking fuck fuck of the fucking fuck? Fucking fuck fuck fucking of the fuck! Ich möchte kurz bemerken, dass ich dem komplett mit meiner mordsmäßig aufgetunten Peitsche verprügelt habe. Und dass dem ungefähr scheißegal war. Kann ich das Teil nicht kaputt machen oder was? Ich will das aber kaputt machen. So. Geh weg. Jetzt gehen wir hier mal taktisch vor. Ratatatatatata. Ratatata. Hey, 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 hey. Fängst an zu nerven. Ratatatatatatatata. Spür meine Feuerwut. Meine Feuerwut ist dir ungefähr komplett scheißegal. Habe ich so ungefähr das Gefühl. Alter. Spür meine Klingen. Er ist down. Meine Herren, hält das Viech aus. Das ist jetzt nicht euer Ernst.
Wie viele musste ich davon besiegen? Das ist ja lächerlich. So, ich muss mal kurz einkaufen gehen. Und zwar Munition. Okay, Partner. Was können wir denn? Das ist ja lächerlich, was der aushält. So, größerer Bereich ist immer gut. Okay. Alter Verwalter, hält das Viech aus. Das ist ja nicht mal normal. Aber der hat, glaube ich, keine Energieanzeige gehabt. Obwohl er eine Leviathan-Seele gegeben hat. Ah! Hallo! Ratatatatatatatata! Stirb an meinen Klingen des Zorns! Spür den Zorn! Ich glaube, die Klingen sind gut gegen den. Habe ich so das Gefühl. Ich glaube, die Klingen sind sehr gut gegen den. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich habe da gerade noch einen gehört. Aber wo? Ich habe doch noch einen gehört irgendwo. Geh mal down. Hallo. Alter, wieso seid ihr alle so resistent gegen meine Peitsche? Das geht ja mal gar nicht. Meine Peitsche, ich habe die Peitsche auf Doom. Die sollte ich normalerweise zerficken. Die sollte euch regelrecht alle Einzelteile nehmen. Warum macht das meine Peitsche nicht? Ich will nur Dominator Ratchet sein. So. Was kann ich jetzt hier machen? Jetzt gucken wir mal. Okay. Aha, 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 aha. Okay. Okay, aha, aha, aha. Oh. Ich kann jetzt tatsächlich. Ich wollte es einfach nur mal blöd. Einfach mal irgendwie blöd tun und einfach mal aha, aha, aha sagen. Obwohl ich keine Ahnung habe, was ich machen soll. Dabei kann ich hier hoch. Ah, das bringt mir gar nichts. Okay. Und das bringt mir aber auch gar nichts, dass ich hier oben bin. Habe ich jetzt wenigstens das Gefühl. Oder reichen dem zwei Seelen schon? Ich weiß ja nicht. Wenn nicht, dann kann ich ja kurz Waffenmunition nachladen. Ah, er braucht drei. Drei braucht er, okay. Okay, Papa. Dann kaufen wir mal kurz Muni. Die Kettensäge ist ganz gut gegen die Gegner hier, sage ich jetzt nochmal. Die geht hier ganz gut ab. Okay, in dem Wasser sterbe ich hundertprozentig, weil ein Lombax nicht schwimmen kann. Hä? Aber hier ist sonst keiner. Das bedeutet, hier oben muss es irgendwas geben. Was ich irgendwie übersehe, aber... Vielleicht hier drinnen irgendwas? Nö. Hä? Und da unten... Aha. Komm, geh down. Ich mag die Kettensäge. So, definitiv eine meiner absoluten Lieblingswaffen. Warum hast du die Ding... Mach bitte dann den Sprung, wenn ich es sage.
So. Okay, hier ist nichts. So. Ja, das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Wow, da ist er wieder. He's back. It's back. Wunderbar. Ah, und er ist tot. Sehr schön. Oh, ich hätte doch einfach hier rüberspringen können. Na. Im Nachhinein ist man immer klüger. So, wir haben wieder... Uah! Meine Herren! Wo kommt ihr denn jetzt auf einmal alle her? Ich will es nur noch mal kurz gesagt haben. Ich mag die Kettensäge. So. Willkommen im Grommelnet-Waffenladen. Dann, was können wir denn hier als nächstes machen? Entweder größerer Bereich oder mehr Bolts? Hm. Sehen wir etwa aus wie ein paar... Ja, mir reicht's nicht ganz vom Geld her. Schade. Dein Dekodierer. Aber wenn jemand fragt, hast du ihn nicht von mir. Klar? Okay. Willst du das Schloss knacken, musst du deinen Controller neigen, um den Überbrücker über die Stromkreislücken zu schieben. Das Schloss geht auf, wenn der Funke seine Bahn umrundet hat. Trifft er auf eine nicht überbrückte Lücke, wird das Schloss zurückgesetzt. Ja, wird schon passen. So. Gescheitert. Stromkreis nicht geschlossen. Was laber... Hä? Wiederholen... Was? Ach so! Ach so! Ah, jetzt kapiere ich. Ah. Ich muss den Ball zum Überbrücken hernehmen. Wir können dich führen, Herr. Ratchet, ich glaube, ich habe den Weg zur Testanlage gefunden. Festhalten. Okay, ich glaub dir einfach mal, Clank. So. Okay. Okay. So. Na komm. Wie weit denn noch? Ja. Oh oh, oh oh. Die Zonen sagen, dass die Anlage in diesem Sektor ist. Wenn das vorbei ist, sollte Big L dich mal durchchecken. Eins deiner Sisterboards könnte angekokelt sein. Okay, Partner. Okay. Okay, dann liegt sie halt unter der Erde. Oh, was ist denn das da vorne? What the fuck of the fucking fuck? Der greift mich an. Was ist los mit dem? Aua.
Alter, ich kann ja bei dir gar nicht auf Massaker machen. Warum nicht? Ich hab doch die Megapeitsche. Warum bringt mir die Megapeitsche hier so wenig? Ich mag das Gebiet nicht. Ich mag den Planeten nicht. Hier bringt mir meine Megapeitsche so wenig. Voll scheiße. Warum? So. Gut, dass der mich auch heilt. Meine Herren. So. Und das ist... Oh. So, okay. Hier. So. So, okay. Hä? Was hätte ich denn daran machen sollen? Komm, jetzt roll mal. Hallo Kugel, was ist los mit dir? So? Ah! Ja, ich bin ja auch ein Idiot. Ah! Meine Herren, weißt du, es ist so offensichtlich. Wie wär's, wenn wir es einfach mal so machen? Wäre auch eine Idee. So, geht doch. Alles viel einfacher, als man denkt. Ah, schon wieder so eine Geldfabrik. Ich werde jetzt trotzdem mal ein bisschen mit meiner Peitsche rumgehen. Sei mal nicht so resistent gegen die Peitsche. Ich mag das nicht. Ich mag meine Peitsche immer noch. Da brauche ich ein Gel. Ah, da kann ich sie auffüllen. Wunderbar. Wunderbar. Oh, hier gibt es aber dann ordentlich Zeug für mich. Wunderbar. So, dann brauche ich den Gelinator wieder. Oder Gelanator. So. Hey. Und hey. Ja, rüber da. Okay. Hey! Und hier rüber. Okay. Und dann hier wieder ein bisschen aufbauen. Na, nochmal. Na. Hallo, geh da rauf. Hey! Und hier wieder den Gelinator lernen. Wunderbar. Easy peasy. Ach so. Und nun? Ist das unten ist da kein Wasser, oder? Ne, sieht nicht nach Wasser aus. Auf jeden Fall können die Gegner hier stehen. Oh. Ist kein Wasser, aber Gegner, die mich angreifen. Im Gegensatz zu den Gegnern, die mich nicht angreifen. So. Gibt's ja so viele. Gibt ja so viele Gegner, die mich nicht angreifen. Wunderbar. Und was gibt's hier oben? Ach, sonst kannst du irgendwie senkrecht nach oben laufen, aber diesmal nicht. Okay. Okay, kein Problem. So, das nehmen wir alles mal mit. So. Besser. Okay. Da kommt die Kugel.
Wo will ich denn hin? Ich muss hier lang. Ja, oder... Ja, ich muss da lang. Ja gut, ich hätte doch anders gehen können. Eigentlich ist es komplett egal, wie ich es mache. Ich hätte auch unten lang gehen können. Wäre sogar einfacher gewesen, aber ist egal. Und... Da rein. Okidoki. Hoi, hoi, hi. Ah, nicht du schon wieder. Nein. Nein, nicht ihr schon wieder. Bei euch brauche ich scharfes Geschütz. Im wahrsten Sinne des Wortes scharfes. Ich brauche meine Ripper-Klingen. Ich habe das Gefühl, dass die Ripper-Klingen irgendwie super gut sind. Alter. Die Ripper-Klingen sind heftig gegen einzelne Gegner. Vor allem gegen so große Gegner, wo ich auf Entfernung sein muss irgendwie. Da sind die richtig heftig. Okay. Aha, da oben gibt's was. Okay. Aha. Du hättest... Ab und zu mager, ab und zu mager halt nicht. Ist okay. Glückwunsch, du hast einen Alpha-Spalter erstanden. Die erste Nanowaffe, die im Zentrum für weiterführende Lombax-Forschung entwickelt wurde. Halte die Feuertaste gedrückt, um die Waffe zu laden. Lass die Taste los, um galaktische Prügel auszuteilen. Okay, das klingt gut. Das klingt sehr gut. Irgendwie tut sich nichts. Was hat sich da jetzt getan? Hä? Hat sich doch jetzt gar nichts geändert. Das habe ich damit bewirkt. Die Bolt-Kurbel hat die Brücke aktiviert. Ich liebe Technologie. Okay. Bascho. Bascho, bascho, bascho. Das war wieder eine knappe Kiste. Eine sehr knappe Kiste. Und rüber da. Jawohl. Okay, ich werde verfolgt. Das ist natürlich immer gut, weil das bedeutet Gegner und Gegner bedeuten mehr Muni und bla 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 und gut. So. Ein bisschen Schaden können wir mit reindrücken. Ist okay. So. Und ich würde mal sagen, im nächsten Part schauen wir uns mal hier ein bisschen genauer um. Alter, die Waffe hat schon irgendwie Style. Kann ich die eigentlich tunen? Okay, Partner. Was können wir denn für dich tun? Alpha-Spalter, da ist er. Lombax und Söte Waffe. Was hat die für eine Feuerkraft? Alter, das ist ja lächerlich. Was ist kaputt mit euch? Okay, das könnte interessant werden. Ist kinetischen Strahl ab, der praktisch jedes gegnerische Raumschiff vernichten kann. Alles klar. Der ist ein bisschen teuer. Ja. Okay. Wow. Nur mal kurz für mich. Naja, der lädt eigentlich ziemlich schnell. Kann man nicht meckern. Ei, die Munition von dem ist teuer. Sonst noch was, Partner? Wir versuchen sie im Sumpf abzuhängen. Solange soll ich. Igitt, igitt, igitt.
Aber ich muss doch den Part beenden. Jetzt kommt er wieder so ins... Aber da kann ich gleich mal an dem das ausprobieren. Okay, Nanoschwärmer, Plasma. Nee, nee, nee. Also. Bam! Der überlebt den Alpha-Spalter. Zwei Schüsse reichen, um den zu besiegen. Okay. Alter, die Viecher halten so lächerlich viel aus. Das ist ein bisschen heftig. So. Okay, ich würde mal sagen, im nächsten Part schauen wir uns dann hier ein bisschen genauer um und schauen mal, von was wir denn jetzt überhaupt verfolgt werden. Also gut, Leute, das war dann mein Let's Play Ratchet & Clank Tools of Destruction für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.